Herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Auf dem Rückflug von Amerika nach Europa könnten Sie, wenn Sie auf der richtigen Seite gesessen haben, nämlich auf der linken Seite am Fenster, schon mal einen grünen oder sehr großen, wabernden, roten Schatten am Himmel gesehen haben. Das sogenannte Nordlicht. Ein Phänomen, was wir in Mitteleuropa eigentlich selten zu sehen kriegen, weil es sich im normalen Fall immer nur so am Nordpol beziehungsweise als Südlicht am Südpol abspielt. Und ich bin schon oft gefragt worden, was ist das eigentlich, was spielt sich da eigentlich ab, wenn ein Nordlichtphänomen erscheint? Und deswegen soll die Frage heute sein, was ist ein Nordlicht? Das ist natürlich in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks eine interessante Frage, die an anderer Stelle auch schon mal beantwortet ist. Aber hier soll es darum gehen, um die physikalischen Ursprung des Nordlichts. Und ich habe dazu ein paar Bilder mitgebracht aus Alaska, dort, wo man das Nordlicht eben besonders gut sieht. Und da kann man gut erkennen, was sich eigentlich am Himmel abspielt. Es sind große, grüne, im Nordpolgebiet wirklich reine grüne Vorhänge, die wabern. Die bewegen sich also am Himmel. Hier zum Beispiel kann man ein bisschen erkennen, wie groß so ein Phänomen eigentlich ist. Hier unten dieses Haus zeigt einem, welcher riesige Bogen am Himmel stattfindet, der nun immer wieder wabernd über den Himmel streicht und sozusagen wie ein Vorhang im Wind systematisch von Ost nach West oder teilweise ganz willkürlich über den Himmel saust. Und dann tauchen auch schon mal Gebiete auf, in denen also runde, rote Bögen auftauchen. Aber es sind immer eigentlich solche Vorhänge, in denen Streifen runterschießen und in denen, wie wir gleich sehen werden, sich eine höchst interessante Physik abspielt. Die Nordlichter werden natürlich von Menschen schon lange beobachtet. Und früher wusste man überhaupt nicht, was passiert da eigentlich, wenn am Himmel eine solche Leuchterscheinung stattfindet, denn sie ist völlig still. Also stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem Himmel, der wabert in Rot oder in Grün und Sie hören nichts. Und gerade für die Nordlandbewohner war es immer ein Problem zu wissen, die Götter scheinen zu zürnen, aber sie sagen nichts. Sie scheinen nur Licht abzugeben. Und so geschah es zum Beispiel im Altertum einmal, als ein besonders starkes Nordlichtphänomen stattfand, das bis nach Italien sichtbar war, dass der Kaiser Tiberius seine Legionen von Rom in die nahegelegene Stadt Ostia schickte, weil er das Wabern am Himmel so interpretierte, dass die Stadt Ostia brennen muss. Dann kamen die Soldaten dahin, die Stadt Ostia brannte aber nicht, aber der Himmel waberte immer noch. Und das ist eines dieser Erscheinungen am Himmel, die uns also häufig offensichtlich ins Boxhorn jagen, auf der anderen Seite aber auch mitteilen, wie eng der Mensch mit dem Kosmos verbunden ist, wie eng die Erde mit dem Kosmos verbunden ist. Denn Nordlichter sind ein physikalisches Phänomen, was direkt damit zusammenhängt, dass die Erde ein Magnetfeld hat und dass die Sonne ein Magnetfeld hat. Nun, was passiert da, wenn die Erdatmosphäre anfängt zu leuchten? Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist so eine Art von kosmischer Elektrotechnik. Die Sonne ist ein großer Gasball aus Plasma, aus geladenen Teilchen. Und sie enthält ein Magnetfeld. Sie hat also ein Magnetfeld wie ein Stabmagnet im Wesentlichen. Also richtig, dass die Felder aus dem Nordpol der Sonne rauskommen und in den Südpol wieder eingehen. Aber sie hat auch Feldstrukturen, die ganz offen sind, sodass Plasma abströmen kann, der sogenannte Sonnenwind. Der Sonnenwind besteht aus Elektronen und Protonen. Der fliegt an der Erde vorbei mit ungefähr 400 bis 600 Kilometer pro Sekunde. Also da steckt richtig Kraft drin. Richtig viel Schmackes. Aber dieser Wind dringt nicht bis zu uns, denn er besteht aus geladenen Teilchen und hämmert auf das Erdmagnetfeld. Und was passiert nun, wenn geladene Teilchen auf ein Magnetfeld drücken? Was passiert dann? Nun, zunächst einmal wird das Erdmagnetfeld ebenfalls, müssen Sie sich vorstellen, praktisch wie das Magnetfeld eines Stabmagneten, nämlich aus dem Nordpol kommt es raus, in den Südpol geht es rein. Dieses Magnetfeld wird verzogen. Ne? Der Wind bläst dagegen an und eine Magnetfeldlinie wird praktisch sonnenabwärts weggezogen. Dadurch entsteht so ein langer Schweif und an der Vorderseite dieses Magnetfeldes, wo also das Plasma des Sonnenwindes auf das Magnetfeld der Erde hämmert, dort werden Magnetfeldlinien gerüttelt und geschüttelt. Sie werden deswegen gerüttelt und geschüttelt, weil die Sonnenaktivität eben nicht ein konstanter Wind ist, der bläst, sondern er bläst unterschiedlich und unregelmäßig. Das hängt damit zusammen, wie die Sonnenaktivität ist, die aktuelle Sonnenaktivität. Das heißt, die Sonnenaktivität ist eine Frage der
Anzahl der Sonnenflecken, der Stärke des Magnetfeldes. All diese Dinge spielen die entscheidende Rolle dabei bei der Stärke des Sonnenwindes auf das Erdmagnetfeld. Die Sonne ist also ein unregelmäßiger Vertreiber von Energie sozusagen. Und diese Energie prallt nun unregelmäßig auf die Erdmagnetosphäre. Und wenn Magnetfeldlinien bewegt werden, wenn also ein Leiter relativ zu einem zu einer Feldlinie sich bewegt, dann wird ein Strom induziert. Und dann passiert etwas Unglaubliches, also so wie wir es zumindest jetzt direkt beobachten können. Die Bilder, die ich Ihnen da gezeigt habe, sind sozusagen die Beobachtungen, die unseren Augen zur Verfügung stehen. Wir können heute mit Satelliten durch diese Nordlichter hindurchfliegen und wissen ziemlich gut, wie die Physik darin aussieht. Was dann passiert ist, es fließen elektrische Ströme entlang der Feldlinien auf die Polkappen der Erde. Das heißt, elektrische Ströme werden durch einen Generator produziert, nämlich an einer ganz anderen Stelle, nämlich dort, wo das Magnetfeld besonders stark durchgeschüttelt wird. Diese Ströme kommunizieren, also verteilen diese Energie praktisch auf die Pole. Und dann, elektrotechnisch ist das klar, ich habe eine Spannung, ich habe einen Strom. Was ich jetzt noch brauche, ist ein elektrischer Widerstand. Dieser elektrische Widerstand, das ist die Atmosphäre. Denn in der Atmosphäre, in unserer Atmosphäre, da gibt es sehr viele neutrale Gasteilchen. Also Sauerstoff und Stickstoff vor allen Dingen. Und wenn nun ein so starker elektrischer Strom auf ein neutrales Gas trifft, dann ist das praktisch wie ein Stück Holz in einem Stromkreis. Das heißt, es fällt eine sehr starke Spannung an dieser Stelle ab, weil dieses Stück Holz, in dem Fall die Atmosphäre, den Strom nicht so gut leitet, wie das ganze Material außerhalb, das ja fast nur aus geladenen Teilchen besteht. Und dabei diese Spannungen, die dabei abfallen, die beschleunigen Teilchen. Und die beschleunigten Teilchen sind es nun, die mit ihrer Kraft, mit ihrer kinetischen Energie das Gas in der Atmosphäre aufheizen bzw. ionisieren. Und das Licht, was wir hier sehen, ist vor allen Dingen eben Licht vom Sauerstoff und ab und zu noch einige Banden vom Stickstoff. Das heißt, hier sieht man, in diesem Bild sieht man das sehr gut. Man sieht also so einzelne Streifen. Das sind praktisch Gebiete, in denen Teilchen beschleunigt werden, auf die Atmosphäre aufprallen und dabei das Gas zum Leuchten bringen. Das ist im Prinzip die Physik des Nordlichts. Die Physik des Nordlichts hängt nun sehr, sehr stark davon ab, dass die Erde ein so starkes Magnetfeld hat. Das ist eine interessante Koinzidenz. Die Erde unterscheidet sich im Sonnensystem ja in mancher Weise von den anderen erdähnlichen Planeten, also von Merkur, Venus und Mars, in ihren Eigenschaften. Sie hat eben einen extrem großen Mond, einen Mond, der sogar eben letzten Endes aus ihr selbst herausgeboren wurde, durch den Einschlag eines sehr großen Asteroiden. Sie hat aber auch ein sehr starkes Magnetfeld. Wenn man vergleicht, wie stark das Magnetfeld der größeren Planeten wie Jupiter und Saturn ist, dann stellt man fest, dass die Erde, wie in einigen anderen Eigenschaften auch, etwas ganz Außergewöhnliches, sie hat ein sehr starkes Magnetfeld. Sie hat ein so starkes Magnetfeld, dass man sich fragen muss, wo kommt das eigentlich her? Und was noch hinzukommt ist, das Magnetfeld der Erde ist nicht konstant. Ähnlich wie bei der Sonne wechselt das Magnetfeld immer wieder seine Richtung. Während bei der Sonne ein 22-Jahres-Zyklus, magnetischer 22-Jahres-Zyklus, das immer wieder neu auf- und abbaut, also mit einer hohen Regelmäßigkeit das auf- und abbaut, gibt es bei der Erde keine direkten Zeitskalen, mit denen man, dass man das vorhersagen kann, wie schnell das Magnetfeld sich auf der Erde auf- und abbaut. Wir wissen nur aus den Gesteinen des Meeresbodens, dass das Magnetfeld immer wieder mal gewechselt hat. Das bedeutet, in der Erde gibt es ein Dynamo. Nun, wie funktioniert ein Dynamo? Ein Dynamo ist, Sie merken schon, wir sind in dieser Sendung völlig elektrotechnisch, denken Sie an Ihren Fahrraddynamo. Ein Dynamo transferiert Bewegungsenergie in magnetische bzw. elektrische Energie. Eigentlich in elektrische Energie, denn natürlich ist ein Magnetfeld immer mit dem elektrischen Strom verbunden. Zumindest in einem solchen System wie einer Gaskugel, wie im Stern, oder einer Kugel, die aus Magma oder Lava besteht, wie die Erde. Welche Bewegungen sind nun wichtig? Zunächst einmal, die Erde dreht sich. Das ist also eine ganz wichtige Bewegung, dass die Erde sich dreht. Das alleine wird aber nicht reichen, um einen Strom zu induzieren, der dann seinerseits wiederum ein Magnetfeld induzieren kann. Sondern zusätzlich zu dieser Drehung müssen noch Konvektionsbewegungen kommen. Das sind Bewegungen, die von unten nach oben gehen. Das Gestein kühlt ab und fällt wieder nach unten ab. Nun, die Stärke dieser Konvektionsbewegung hängt nun ganz stark davon ab, welche Kräfte auf den Körper wirken. Nun war die Erde ja von Anfang an nicht
mit Flüssigkeit umgeben, wie jetzt heutzutage der größte Teil der Erdoberfläche ja von den Meeren bedeckt ist. Und deswegen die Gezeitenkraft, die der Mond auf es auswirkt, die sehen wir ja vor allen Dingen am Meer. Also Ebbe, Stichwort Ebbe und Flut. Die Urerde, die hat nun was ganz anderes erlebt. Und deswegen ist es wichtig, nochmal auf den Mond zu kommen. Die Urerde war im Wesentlichen ein großer flüssiger Gesteinsbrocken, in dem sich dann durch den Einschlag eines Asteroiden, der ungefähr doppelt so groß war, eher noch größer als der Mars, irgendwann der Mond bildete. Es gab also einen Einschlag, es bildete sich ein Ring. Es ist deswegen wichtig, dass er doppelt so groß war wie der Mars, damit sich ein Ring bilden konnte, der weit genug von der Erde entfernt war. Wenn das Material zu nah an der Erde geblieben wäre, wäre es einfach wieder auf die Erde zurückgefallen. Es musste also so ein richtiger Hammer-Einschlag sein. Und dieser Mond bildete sich in einem gewissen Abstand, der allerdings viel, viel kleiner war als der Abstand, den der Mond heute hat. Heute ist er so typisch 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Damals war das viel näher. Wie nah das genau gewesen ist, das lässt sich gar nicht sagen. Man kann nur ausrechnen, wo ungefähr dieser Radius gewesen ist. Das müssen einige Erdradien gewesen sein. Das bedeutet also, der Mond hatte am Anfang in der Urerde eine sehr, sehr große Kraft, Gezeitenkraft auf den Gesteinskörper Urerde. Der Mond hat eine sehr große Kraft auf den Gesteinskörper Urerde ausgeübt. Was auch letzten Endes dazu führte, dass der Mond sich heute nicht mehr dreht selber, dass die Erde einen 24-Stunden-Tag hat. Früher hatte sie nämlich nur einen 6-7-Stunden-Tag. Und diese starke Gezeitenkraft eines Mondes, der sehr viel näher war, als er heute ist, der führte dazu, dass die Konvektionsbewegung im Innern, also dieses Durchmischen des Materials von unten nach oben, wesentlich stärker war, als wenn die Erde alleine gewesen wäre. Diese Konvektionsbewegungen sind naturgemäß Bewegungen, die dadurch zustande kommen, dass es innen einfach heißer ist als außen. Deswegen geht das Material nach oben, kühlt sich ab und fällt wieder nach unten. Durch diese Gezeitenkraft allerdings wurde der Erdkörper richtig durchgeknetet, durchgematscht förmlich. Und als dann die Kruste sich erkaltete, als die Kruste erkaltete und damit der innere Teil des Körpers nicht mehr so sehr diesen Gezeitenkräften ausgesetzt war, zumal der Mond auch systematisch sich natürlich entfernte, dadurch die Gezeitenkräfte geringer wurden, dann blieben diese Konvektionsbewegungen übrig und der Dynamo blieb so stark, wie er durch den Mond sozusagen angefacht war. Das ist natürlich jetzt nur eine Theorie. Man muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass wir immer noch nicht so richtig kapiert haben, weshalb die Erde eigentlich so ein starkes Magnetfeld hat. Und eine Möglichkeit wäre in der Tat der Einfluss des Mondes. Dass Magnetfelder wichtig werden für die Entwicklung von Leben, ist, glaube ich, hinreichend klar. Denn es kommen geladene Teilchen auf die Erde von der Sonne mit hoher Geschwindigkeit, bis zu 600 Kilometer pro Sekunde. Wenn ein solcher Plasmastrom die Oberfläche erreichen würde, dann wäre die Mutationsrate gewaltig. Möglicherweise wäre es gar nicht möglich, dass sich Gehirne entwickelt haben. Eine interessante Koinzidenz, das muss ich jetzt am Ende noch mal sagen, dieser Sendung, ist allerdings, dass die Entwicklung des Menschen vor 2 Millionen Jahren justament mit einer Zeit zusammenfiel, in denen das Erdmagnetfeld deutlich schwächer war als heute. Also es könnte durchaus sein, dass die Mutationsrate in dieser Zeit angewachsen ist, weil einfach das Magnetfeld schwächer war, mehr kosmische Strahlung von der Sonne die Erdoberfläche erreichte. Und so sind wir eigentlich bei dieser Sendung wie so oft angefangen über einen physikalischen Mechanismus, ausgelöst durch eine Frage, über ein Phänomen, was zunächst mal gar nicht so unbedingt jedem überhaupt bekannt ist, wieder am Ende dabei angekommen, dass man wieder was gefunden hat, was eigentlich alles notwendig war, damit wir auf diesem Planeten existieren können und dass wir heute eben so ein wunderbares Phänomen wie das des Nordlichts beobachten können.